Ich selber bin auch in einem Handwerksbetrieb aufgewachsen und für mich gab es kaum was Größeres, als am Werktisch meines Vaters die Restekiste aufzuziehen und zu gucken, was denn da Tolles drin ist. Und als ich von der Remida hörte, war das so, dann ist Remida offensichtlich Restekiste in groß und verknüpft mit dieser Pädagogik ästhetischer Bildung. Ich gedacht, sowas muss man hier in Hamburg eigentlich machen. Die Idee der Remida ist es, all die Industrieabfälle, alles was so in Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe so übrig bleibt an, sei es Produktionsabfällen, Muster, Mängelexemplare, aber auch Bemusterungen, als kreative Ressource zu betrachten. All die Dinge, die man überhaupt nicht entdecken würde, sowas gibt es dann hier in der Remida, weil für mich gibt es nichts Größeres, als irgendwie da in den Produktionshallen auf Entdeckungsreise zu gehen, zu gucken, was es da alles gibt. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Dinge heißen. Geschweige denn, dass das überhaupt da abfällt. So, das ist ja immer wieder eine Überraschung. Das erfordert an der Stelle wirklich jemanden, der diese Idee charmant findet und der nachdenkt, ob das, was da gerade auf dem Stapler ist, in den Container muss oder ob man nicht besser die Remida anruft, weil das so richtig tolle Sachen sind. Bei der Remida geht es um diesen Überfluss und all diese Dinge, die da sind, die produziert sind, die das Zeug liegt rum, das wird nicht extra hergestellt und es fordert dann wirklich dazu auf, etwas Eigenes damit zu machen. Die Idee ist ja nicht meine, sondern die Idee kommt aus Reggio Emilia. Das ist eine kleine Stadt in Norditalien, die ganz berühmt ist, weltweit bekannt für ihre Elementarpädagogik. Wobei die Reggianer gar nicht Reggio-Pädagogik sagen, weil das so suggeriert, es wäre ein Konzept, was bestimmte Regeln hat und man es dann so und so und so umsetzt, sondern sie sagen vielmehr, das ist unsere Erziehungsphilosophie und das ganz wesentlich andere als an dem, was man hier herkömmlicherweise erlebt, ist, dass die Reggianer ein komplett anderes Bild vom Kind haben. Sie sehen Kinder als reiche Wesen, die sich kompetent die Welt erobern, erforschen, entdecken und sie sehen dann in der Folge die Erwachsenen, die in den Kitas arbeiten, als diejenigen, die diese Entwicklungsprozesse begleiten, anleiten. Auch die Erwachsenen verstehen sich als Lernende und nicht als Wissende, die den Kindern etwas vermitteln. Das große Paradox ist, dass diese Schlüsselqualifikationen, die in der Reggio-Pädagogik damit ganz groß geschrieben werden, nämlich Eigeninitiative, kreativ etwas zu Wege bringen, seine eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln und zum Ausdruck zu bringen, das ist das, was eigentlich alle wollen. Und wo die Wirtschaft sagt, das ist das, was wir brauchen, das ist das, was Ingenieure hervorbringt, das ist das, was Forscher, Erfinder hervorbringt. Die Schule, bis auf wenige Ausnahmen, macht derzeit etwas komplett anderes. Sie betoniert all das, was an Persönlichkeit irgendwie zum Ausdruck kommt. Und dann kommt hinterher die Wirtschaft und sagt, ja, wir brauchen aber selbstbewusste, engagierte Menschen. So dieses Konzept, du tust, was ich dir sage, das taugt für Fließbandarbeit, aber Erfinder brauchen etwas anderes. Und das, finde ich, ist das große Paradox da drin.